Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Trashies. Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich bin Danny und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu den neuesten Trash News. Aber heute nicht die neuesten Trash News, denn heute werden wir mal wieder ein ernstes und normales Thema besprechen. Und es wird heute noch mal um Till Schweiger gehen. Mit dabei Katzenreporter Luke, der ist am Schlafen, der war nämlich heute Nacht auf Mallorca, die Insel der Freude, um sich dort ein bisschen umzusehen, und das werden wir heute auch machen, denn Till Schweiger soll wohl nach den neuesten Anschuldigungen gegen ihn und dem Riesenskandal, der daraus sich aufgeblasen hat, wobei aufgeblasen vielleicht das falsche Wort ist, denn wenn das alles stimmt, dann ist das wirklich echt heftig. Er soll nämlich nach Mallorca, Zitat, geflüchtet sein, und auch Kulturstaatsministerin Claudia Roth, ja, man kennt sie, hat sich zu Wort gemeldet und fordert hier eine lückenlose Aufklärung. Sehr, sehr interessant. Heute, wie gesagt, ein sehr ernstes Thema, aber ich denke mal, den einen oder anderen wird das vielleicht ganz gut gefallen. Alles zum Thema Till Schweiger. Dort haben wir schon 2, 3 Videos gemacht, findet ihr hier in dieser Playlist. Dort sind die Videos nochmal alle drin. Dann könnt ihr nämlich zusammenhängende Videos auch hintereinander durchschauen, wenn ihr hier auf dem neuesten Stand sein wollt. Außerdem würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn ihr meinen kleinen YouTube-Kanal abonniert. Wir sind hier eine kleine Trash-Familie, die aber auch ernste Themen bespricht und immer gut gelaunt und immer freundlich und höflich sind. Schließe ich gerne uns an. Wir sind auf dem Weg zu den 12.000 und ich würde mich sehr, sehr freuen. Ja, Till Schweiger hat ordentlich für ein ordentliches Durcheinander gesorgt, wobei eigentlich eher der Spiegel, der aufgedeckt hat. Und hier geht es Tatsache um die Filmbranche. Zuerst ging es eigentlich darum, dass Till Schweiger ja Alkoholkonsum, unangenehme Aussagen, sogar zu Gewalt neigte bei den Filmarbeiten angeblich. Er hat selber, muss man dazu sagen, hat dies alles abgestritten, hat durch seine Anwältin auch ausrichten lassen, alles Humbug. Nun sind neue Schlagzeilen aufgetaucht, wen wundert's, und Till Schweiger soll wohl nach Mallorca, Zitat, geflüchtet sein. Man muss dazu sagen, dass natürlich auch ein Till Schweiger auf Mallorca die ein oder andere Immobilie hat, beziehungsweise ich glaube, ihm gehört da irgendein Hotel, beziehungsweise ist da mit drin. Also so kurios ist es nicht, dass er dahin geflüchtet ist, aber er wurde von RTL dort direkt am Flughafen empfangen, natürlich, und dort wurde er erstmal von einer Reporterin begrüßt, und das schauen wir uns als erstes an, und vor allen Dingen auch, wie Till Schweiger daraufhin reagierte, als er angesprochen wurde. Sehr, sehr interessant. Wir schalten einmal rüber. Was willst du uns hiermit sagen, Till Schweiger? Und hier sehen wir ihn ankommend, und jetzt hört man genau hin, was die Reporterin sagt. Hallo Herr Schweiger, Julia Lappwendt von RTL. Was sagen Sie denn zu den Schlagzeilen? Ja. Und er reagiert mit einem Augenzwinkern. Das ist der Auslöser für einen Artikel. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob er wirklich die Reporterin angezwinkert hat oder ob die Sonne ihn einfach geblendet hat. Das ist beides möglich. Aber auf jeden Fall wurde er hier am Flughafen von Mallorca gesehen. Und ja, hier ist schon der Text. In den vergangenen Tagen haben sich die Schlagzeilen um Till Schweiger überschlagen. Auslöser ist ein Enthüllungsbericht des Magazins Spiegels, in dem es heißt, am Set seiner Filme würde angeblich ein Klima der Angst herrschen. Mitarbeitende sollen unter anderem von Schikane und Gewalt bei den Dreharbeiten berichtet haben. Wir haben den Schauspieler und Regisseur jetzt am Flughafen von Mallorca getroffen und ihn auf die Vorwürfe, die bislang nicht belegt sind, angesprochen. Seine Reaktion gibt es im Video. Das war das besagte Augenzwinkern. Wie gesagt, es kann auch einfach die Sonne gewesen sein, die ihn geblendet hat. Das sollte man jetzt nicht allzu hoch kochen. Aber hier steht noch etwas über die Flucht nach Mallorca. Über 50 Filmschauspieler Schaffende sollen für den Artikel mit dem Spiegel gesprochen haben. Ein zentrales Thema: die Dreharbeiten zu seinem neuesten Film Manta Manta, 2. Teil, die im Juli 2022 stattgefunden haben. Zitat Ende. Aber etwas anderes ist auch durch den Fall Till Schweiger öffentlich bekannt geworden. Es ist eigentlich kein Geheimnis gewesen, aber unter anderem auch eine Schauspielkollegin hat jetzt ausgepackt, dass die, ja, dass die, die Umstände oder die Zustände bei den Filmarbeiten, unabhängig jetzt von Till Schweiger, sondern generell
wirklich übel sind. Arbeitszeiten werden überschritten. Die Drehtage sind zahlreicher als die, die eigentlich vorgeschrieben sind. Also schon relativ übel. Und man muss aber im gleichen Atemzug dazu sagen, die Filmbranche. Es gibt aber auch noch ganz, ganz viele andere Berufe, wo einfach auf Arbeitszeiten und andere Themen nicht geachtet wird. Hier in diesem Bericht geht es jetzt aber, wie gesagt, um die Filmbranche. Und da hat sich jetzt, na, ihr kennt sie, Claudia Roth zu Wort gemeldet. Wir nähern uns ein bisschen einem politischen Thema. Aber Claudia Roth hat sich hier zu Wort gemeldet und verlangt die lückenlose Aufklärung. Wenn ihr euch jetzt fragt, hä, was hat die denn jetzt damit zu tun? Ja, doch hat sie, denn sie ist die Kulturstaatsministerin und hat wohl so ein Auge auf die Branche, wenn man das mal so sagen kann. Und sie hat dazu ein bisschen was erzählt und das schauen wir uns jetzt einmal an. Claudia Roth verlangt lückenlose Aufklärung im Fall Til Schweiger. Zahlreiche Filmschaffende haben dem Spiegel von einem Klima der Angst am Filmset von Til Schweiger berichtet. Jetzt äußert sich Kulturministerin Claudia Roth zu dem Fall. So, Kulturstaatsministerin Claudia Roth will die Kulturbranche mehrere Jahre nach Aufkommen der MeToo-Bewegung stärker in die Pflicht nehmen. Die Kultur- und Medienbranche ist aufgrund ihrer Struktur offenkundig anfällig für Machtmissbrauch, für sexualisierte Übergriffe und auch für den Verstoß gegen Arbeitsschutzregeln, sagt die grüne Politikerin bei einem Pressegespräch der Vertrauensstelle Themis. Punkt. Außerdem sagt sie, und ich sage ganz deutlich, auch künstlerische Genies oder angeblich künstlerische Genies stehen nicht über Recht und Gesetz, sagte Roth in Berlin. Die Zeiten patriarchischer Macker, die ihre Machtposition in übelster Form ausnutzen sollten, wirklich vorbei sein, auch wenn das offenkundig noch nicht alle verstanden haben. Druck und wenige Drehtage seien keine Entschuldigung. Im Hinblick auf die aktuelle Debatte und mutmaßliche Probleme an den Sets von Til Schweiger sagte Roth, die geschilderten Zustände seien in keiner Weise akzeptabel. Eine Filmförderung des Bundes sei damit verbunden, dass geltende Arbeitszeit- und Arbeitsschutzrichtlinien eingehalten werden müssten. Um Produktionsbedingungen zu verbessern, sei es denkbar, weniger Filme dafür besser aufzustellen. Druck und wenige Drehtage seien aber keinesfalls eine Entschuldigung für die Zustände, die an Schweiger-Sets mutmaßlich geherrscht haben. Von Konstantin Film forderte Roth eine lückenlose Aufklärung. Zitat Ende. Also hier muss man schon dazu sagen, ich finde das, was Claudia Roth sagt, wirklich gut. Ich finde es sehr, sehr wichtig, dass sie ja auch nochmal betont, dass wenn eine Filmförderung es gibt, und die gibt es ja, da gab es ja auch schon zahlreiche Berichte über Filmförderungen, die gegeben wurde, um Filme zu drehen, aber sie sagt ganz klar, diese Filmförderungen, die eine Produktionsfirma erhält, die sind aber auch an einige Bedingungen geknüpft, nämlich, dass man sich zum Beispiel an die Arbeitszeiten natürlich hält. Und da fordert sie natürlich jetzt eine lückenlose Aufklärung. Also es ist ein spannendes Thema. Ich finde es erstmal gut, dass sie sich zu Wort gemeldet hat. Ich finde es gut, dass sie das mit diesen Filmförderungen nochmal anspricht, denn eines sollten wir nicht vergessen, ein gut laufender Film bringt ja wirklich eine Menge Geld ein und entsprechend ist natürlich auch die Interesse immer sehr groß daran, dass halt auch in Deutschland gedreht wird. Hier scheint aber Claudia Roth jetzt wirklich das alles überprüfen lassen zu wollen. Die große Frage ist halt nur, was hat man für Möglichkeiten, auch in der Politik? Was gibt es da für Möglichkeiten? Wie will man so eine Filmbranche denn richtig kontrollieren? Muss dann da ein Beobachter zum Set geschickt werden? Oder geht es einfach nur darum, Zeugenaussagen aufzunehmen? Sie ist da nicht sehr konkret geworden, wie ich finde. Vielleicht ist sie konkreter in dem gesamten Beitrag geworden. Das kann ich euch natürlich nicht sagen. Aber hier bin ich der Meinung, ist sie nicht ganz so konkret geworden. Typisch politisch vielleicht. Vielleicht auch nicht. Schreibt mir aber gerne eure Meinung zu dem Thema. Seid ihr auch der Meinung, dass in der Filmbranche mehr Kontrolle und mehr Beobachtung herrschen soll? Oder seid ihr eher der Meinung, ja, nee, also jeder sucht sich seinen Job selbst aus und muss damit denn dann klarkommen? Ich bin sehr gespannt auf eure Meinung. Auch bin ich über Tils Entscheidung, jetzt erstmal nach Mallorca zu fliegen, muss ich euch ganz ehrlich sagen, ich finde es jetzt gar nicht so schlecht. Soll er sich erstmal ein bisschen auf Mallorca aufhalten, ein bisschen mal zur Ruhe kommen, einfach auch mal selber reflektieren, über einige Dinge nachdenken. Für mich ist das keine Flucht, für mich ist das einfach mal sich eine Auszeit gönnen und vielleicht ist es ja genau das Richtige. Auch da dürft ihr gerne mir eure Meinung in die Kommentare schreiben und gerne diesen kleinen YouTube-Kanal abonnieren. Wir behandeln hier nicht nur Trash-Themen, sondern machen einen Rummelplatz der verschiedenen Themen und wenn dir das gefällt, bist du herzlich eingeladen. Ich verabschiede mich jetzt und wünsche euch einen schönen
Tag. Wir sehen uns morgen wieder, morgen um 8 zum ersten Kaffee mit Katzenreporter Luke natürlich auch. Also macht es gut. Tschüss.